Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herr der Ringe Online mit unserem Björninger Bjarnwald Honigfreund. Ich begrüße euch an diesem wunderschönen, tristen, bewölkten Tag in der Nähe von Bree im Scharmützellager, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Da hatte ich angekündigt, dass wir bei Kandaith weitermachen. Das machen wir auch. Aber der Weg dorthin führt uns durch Bree und dann werden wir wahrscheinlich mal eben noch in der Bank halt machen. Und vorher werde ich mich hier mal noch ausrüsten für Level 23, denn ich weiß, dass ich in Bree noch die ein oder andere Aufgabe abzugeben habe und deshalb werde ich da nochmal Halt machen. Bis dahin kaufe ich mir hier mal zwei von diesen kostbaren Ringen. Na, einmal, zweimal, weil ich die brauche und weil die Macht und Beweglichkeit haben, weil ich das total cool finde, wenn man mächtig ist und beweglich. Macht und Ausweichen gefällt mir auch sehr gut. Und mehr Rüstung. Wie sieht denn das Ding aus? Muss ich ja nicht tragen. Aber es sieht schon schick aus. So ein langer Umhang. Eindrucksvoll. Ja, sehr schön. Tauschen wir gleich ein. Und die Kette war auch nicht schlecht. Vitalität, Schicksal und Moralhöchstwert. Ja, um einiges besser, weil ihr seht, Krafthöchstwert ist total schwachsinnig. Schicksal, können wir drüber streiten. Für mich macht das keinen Sinn, deswegen nehme ich mir die Kette und den Umhang auch mit und dann gehen wir mal ganz schnell zur Bank und reiten hier mal an Sanja irgendwas. Die hat keinen Nachnamen. Warum hat die keinen Nachnamen und so einen schicken Hut? Darf die das? Verteidigerin von Breland. Ist eine Bardin. Ob die mir irgendein Instrument beibringen kann? Finde ich ganz toll. Reagiert jetzt aber nicht. Und Rollenspiel könnte ich jetzt machen, aber das ist wahrscheinlich total langweilig für euch, deswegen lasse ich das. Schreibt die vielleicht mal irgendwann privat an, denn ihr werdet lachen, aber Barden, also die Klasse des Barden in diesem Spiel, kann anderen Spielern Instrumente beibringen. Das ist eine tolle Sache, macht Spaß. Und wenn man so einen Barden sieht und man kann auch nicht alle Instrumente, dann sollte man durchaus auch mal denjenigen anschreiben, mal nachfragen, hallo, ich möchte gerne Dudelsack spielen lernen. Kannst du mir das beibringen? Und wenn ihr Glück habt, dann hat der andere ein musikalisches Einsehen mit euch und macht euch zum Dudelsackspieler. Dann könnt ihr den Dudelsack blasen. Ja, manche Leute, die sind dann so erfahren, die kennen sich nicht nur mit Vögeln auf, sondern die kennen sich dann auch mit Blasen aus. Nämlich mit dem Dudelsack blasen. So, und bevor wir jetzt richtig schweinisch werden und die Folge erst ab 23 Uhr abends abgespielt werden darf, lasse ich das jetzt und werde mich jetzt hier ganz seicht auf meinem Gaul Richtung Questgeber bewegen. Ich hoffe mal, dass die da sind. Wenn die nicht da sind, dann habe ich da einen Fehler gemacht und habe mich verritten. Verritten. Ja, das passiert mir auch. Bree ist groß. Also nochmal zurück und dann reiten wir einfach mal Richtung Ring, der uns da angezeigt wird. So verkehrt kann das ja nicht sein. Was macht die Zwergenstatue mitten in Bree? Kein Mensch weiß das. Alrauns Laden. Nee, da will ich nicht hin. Ich möchte zu den Auftraggebern für die Rufaufgaben. Lass mich durch. So, ist das hier denn? Ist doch ganz woanders. Pirscher von Haut. Irgendwas. Lass mich mal gucken. Doch, das ist dort. Lass mich mal rein. Hallo. Was sind, hier sind Zwerge. Warum haben hier Zwerge so ein Tor und bewachen das? Ist doch gar nicht. Gut, reite ich hier außen rum. Ist mir doch egal. So, Edge. Jasmins Garten. Ja. Hilft mir aber auch nicht weiter. Ich muss ja zu den Ringen da unten. Ich mag keine Zwerge. Zwerge stinken. Nee, natürlich nicht. So, dann gucken wir mal hier. Hier ist doch irgendwas. Nein. Bin ich aber auch schon mal in irgendeiner Folge reingeritten und habe festgestellt, dass es da nicht weitergeht.
könnt ihr euch bestimmt dran erinnern. So, und da sind wir doch schon. Seid gegrüßt, Menschen von Bre, ich bringe gute Kunde. Ich habe alle eure Aufgaben erledigt. Grabmoos habe ich gesammelt. Hier, meine Tasche ist schon ganz nass. Da, zack. Oh, ich habe noch was bei dir fertig. Ja, Jagd auf die Dunkelheit, ne? Hier habe ich nämlich auch gemacht. So, zack. Dann kann ich die Aufgabe auch gleich nochmal annehmen. Das erkennt ihr in der kleinen Uhr, diese Sanduhr zwischen dem Ring. Die zeigt euch, dass das eine wiederholbare Aufgabe ist. Dann gehen wir hier mal die Hügelgräber-Schätze ab. Sehr gut. Da haben wir auch noch was fertig. Pirscher. Kann ich euch zu Diensten sein? Perfekt, der hat auch nochmal Hügelgräber-Schätze für uns. Und dann gehen wir mal da rein. Da war nämlich auch noch eine Aufgabe, wie ich mich erinnere. Oder auch nicht. Hallo. Hallo, ich bin der Typ, der euch die Rufaufgaben hier abgenommen hat. Tag. Wie, Geltungsrang zu niedrig. Okay. Bei dir auch. Wie darf ich Jeder erkennen? Geht's. Sehr gut. Dann gucken wir doch mal eben, was wir für einen Ruf haben. Das machen wir am besten über unser Charakterfenster. Das ist hier. Da gibt es eine Schaltfläche Ruf. Und dann haben wir die Menschen von Bre im Moment mit Freund. Also ich bin Freund der Menschen von Bre. Und aktuell stehe ich bei 16.430 von 25.000. Ich brauche also noch knapp 9.000 irgendwas. So, und das kann ich entweder über diese Aufgaben hier lösen oder ich gehe nochmal in die Hügelgräberhöhen und haue da verschiedene Gegner um und bekomme diese kleinen Items, die ich dann auslösen kann, nämlich diese hier, die jeweils immer 30 Punkte geben. Ihr seht, es sind 69, 10 davon wären 300, 50 davon wären 1500. Wir werden es nicht ganz schaffen, aber ich werde die trotzdem jetzt mal eben alle auslösen. Wobei ich das hier tatsächlich besser fände, wenn man die austauschen oder umtauschen könnte in eine andere Währung. Nämlich zum Beispiel 10 davon geben dann Hügelgräber Schätze in Gold oder so, sodass ihr nicht so oft klicken müsst. Na gut, hab nicht nur bei dem Spiel, sondern auch bei anderen Spielen immer das Gefühl, dass die Maushersteller da einen sehr kräftigen Umsatzanteil haben. Also irgendwie sind die alle untereinander miteinander verschworen. So. Ihr könnt ja hier mal schauen, was es hier als Rufbelohnung gibt. Das ist toll. Wenn man denn den entsprechenden Ruf hat, habe ich aber nicht. Auf jeden Fall mal noch nicht für alles. Hier dieses Bündel kann ich nicht kaufen. Das ist aber ganz schick und das möchte ich dann auch später haben. Und dieses hier mit der Axt, das finde ich auch toll, denn ich bin ja letzten Endes auch ein Waldmensch, auch wenn ihr es nicht glaubt. Und die anderen Sachen, ja gut, hier sind Rezepte dabei, dann gibt es hier eine Laute und so die anderen Sachen, diese Waffen, die kann ich nicht alle benutzen. Aber das ist auch gar nicht schlimm, denn mir reicht das hier schon, wenn ich meinen Ruf oben habe, allein schon aus Prinzip. Denn die Menschen von Bre sind mir wichtig. Dann will ich auch, dass die mir den entsprechenden Respekt zollen. So. Okay. Da bin ich wieder. Ja, ich werde das aber nicht nochmal machen. Ich habe mich jetzt wirklich darauf gefreut, hier direkt aufzusteigen bei denen, aber es hat nicht sollen sein, weil dafür gibt es keine EP, dafür gibt es nur Ruf, in Anführungsstrichen, nur Ruf. Kann ich da hinten auch durchreiten? Nee, sieht nicht so aus, also muss ich hier außen rum. Ja, genau, in Anführungsstrichen nur Ruf. Das ist ja nichts Schlimmes, nur wenn man eben gerade keinen Ruf braucht, sondern eben EP, dann ist das ein bisschen blöde. Deshalb habe ich das jetzt ein ganz kleines bisschen verärgert, aber das ist nicht tragisch. Denn mit Zorn kann ich ja umgehen. Hihi. Was so ein richtiger Bärninger ist. So, wir reiten dann hier mal nach rechts. Durch das Steinviertel. Winken den Zwergen und Menschen links und rechts. Auf dem Weg zu unseren neuen Abenteuern. Das kann ich ja schon verraten. In den einsamen Landen. Nicht, dass der ein oder andere jetzt sagt, oh, du Lügner.
einsame Lande, da wolltest du gar nicht hin. Du wolltest doch in die Nordhöhen, da haben uns alle drauf gefreut, schon seit Monaten. Ja, aber ich mache ja dort nur den Epos und werde dann nochmal in die, der hat schon wieder so einen Honigtopf über dem Kopf. Jetzt gucke ich aber mal eben, wo man den Honigtopf kriegt. Außerdem habe ich wahrscheinlich sowieso irgendeinen Punkt noch nicht vergeben. So. Mal gucken. Null. Nullinger. Das ist ja blöd. Dann gucken wir mal hier, ob ich den angewählt kriege. Den jungen Mann. Ist das denn hier mit dem Honigtopf? Hallo. Bist du das? Du bist ein Bioniger. Fortwährende Unverwüstlichkeit. Verringerter Gegenstandsabnutzung. Das ist ein Buff. Das hat damit nichts zu tun. Willkommen zurück, Wochenende. Nee. Erfahrungsgewinn, Gabe der Hammerhand. Nee, das ist das alles. Ich will auch so einen Honigtopf. Lass mich mal gucken. Hier, da müsste ich ja dann noch eine weitere Skillung dazu nehmen. Vielleicht sollte ich an der Stelle mal die Skillung auf Gelb wechseln. Dann machen wir das mal eben. So. Was soll schon passieren? Und ich denke mal, dass das da unser Honigtopf ist. Hä? Nee? Hallo? Lass mich mal hier kommen. Da. Kann ich den Honigtopf? Kein Ziel, keinen Schaden zufügen. Kein Ziel, keinen Schaden zufügen. Muss Schaden zufügen, muss töten. Mensch. Macht's mir doch nicht so schwer. Was haben wir denn hier säubern? Habe ich sowieso schon. Okay, das ist für mich nichts Neues. Da haben wir andere Fertigkeiten. Prügeln habe ich immer noch. Das gefällt mir. Das da kommt rüber. Das kommt auf die 8. Ermuntern haben wir auch noch. Hoffe ich. Das kommt hier hoch, weil Abschütteln gehört dahin in der anderen Skillung. Und dann vergeben wir gerade mal schnell ein paar Punkte. Lass mich kurz mal gucken. Striking enemies with slash pots, stacking healing buff on yourself. Additional ranks increase the potency of the buff per stack. Sehr schön. Damage of Witch's Claws. Oh ja. Oh, das gefällt mir. Mehr Schicksal. Ohohoho. Warum? Was soll ich damit? Nee, dann machen wir 3 Punkte hier rein. Schicksal erhöht, Schicksal erhöht. Beim Angriff eines Gegners mit Schneiden. Heilung auf andere. Ja, ist mir aber egal. Heilung auf andere. Ja, Schicksal hoch. Verringert die Zornkosten einer nächsten Heilung um 50. Erlischt, wenn 9 Sekunden lang nicht gekämpft wird. Ui, stärkende Heilung. Machen wir mal hier noch ein bisschen rein. Und dann... Ja, Heilung erhöht. Schön. Dann kann man das nächste Mal hier Punkte vergeben. Fehlen noch 4. Oh, Schicksal hoch. So, zack. Da habe ich eine neue Fertigkeit bekommen. Zeichen von Beorn. Na? Na? Und das hier ist ein Zeichen, mit dem ein Gegner belegt werden kann. Dieses Zeichen interagiert mit verschiedenen Fertigkeiten, verändert oder steigert so ihre Wirksamkeit. Hallo Schwein. Du wirst der Honigsack. Ach, guck mal hier. Da ist ja mein Honigtopf. Gedöns. Honigbienenstock. Haha. So. Guckste. Ja? Hättest du nicht mit gerechnet. So. Zack, zack, zack. Das heißt, ich kann im Prinzip auf einen Gegner. Habe ich auf einen Gegner gemacht? Der Gegner ist tot und ich habe das Zeichen immer noch. Hahaha, muss ein Bug sein. Ein schöner Bug. Nein, es ist wieder weg. Habe ich das wieder, wenn ich absitze? Ha, sehr schön. Das gefällt mir. So. Dann habe ich jetzt unsere zweite Skillung gefunden, nämlich die gelbe. Und da oben ist noch eine Silberader, die wir geschwind behende abernten werden. Bevor uns das irgendein gieriger Zwerg vor der Nase wegschnappt. Das geht nämlich gar nicht. Ja, gut, ich will euch jetzt nicht nerven mit den ganzen Eisen und Silber und so weiter.
Mir ist nur wichtig, dass ich am Stück, dass ich am Schluss genug habe, um meinen Beruf in den nächsten Bereich zu drücken. Und das schaue ich mir dann letzten Endes off-screen an und da werde ich dann auch das ein oder andere noch zusätzlich abernten. Was kann denn die Skillung noch so? Hallo, du bist ein Opfer. Opfer. Also Schaden, weniger Schaden kann ich jetzt hier nicht sehen. Gefällt mir also ganz gut. So, was ist das denn hier? Zeichen von Beorn. Aber was bedeutet das? Zeichen von Beorn. Das ist die Fertigkeit, die auf C6 normalerweise liegt, damit ich die Heilung benutzen kann. Gut. Na, das ist fehlgeschlagen. Okay. Vielleicht bringt das was, wenn ich mich in einen Bären verwandle. Das werde ich ja gleich mal machen. Kriegt er mal das Zeichen drauf. Die Heilung. Wechseln wir mal eben die Gestalt. Das war ein Fehler. Ich wollte doch was ausprobieren. Was haben wir denn da? Ermutigendes Brüllen. Gibt das für alle? Das heilt. Okay, das ist ein Dot. Das ist gut. Das ist jetzt bisher die einzige Fertigkeit, Heilfertigkeit, die ich in Bärengestalt gesehen habe. Ist jetzt zu klären, ob... Na, jetzt werde ich mich hier mal von einer Krankheit und so weiter befreien. Ach Gottchen, ist diese Klasse OP? Wenn ihr nicht wisst, was OP heißt, dann googelt das mal. Aber das hat nichts mit dem Operationssaal zu tun. Das ist ja der Hammer. Da rutsche ich ja im Prinzip durch alles durch. So, Bärengestalt, Heilung drauf. Die stackt auch noch mit der anderen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Okay, ich brauche mal gerade ein bisschen Zorn. Sorry, ist nichts gegen dich persönlich. Heilung drauf. Bärengestalt. Heilung drauf. Ja. Die stackt mit der anderen Heilung. Das heißt, ihr habt im Prinzip zwei Hots, die gleichzeitig laufen. Oh Mann. Wer denkt sich sowas aus? Gut. Zeigt mir eure Reiseziele. Kandaid Lager reist für umsonst. Dann genießen wir mal die Reise. Ah, der Honigtopf ist ein bisschen lächerlich. Den mache ich jetzt aus. Und dann blende ich euch auch noch das Interface aus, damit es so richtig Spaß macht. Und dann könnt ihr mal Mittelerde einfach so im mit dem Pferd durchreiten Modus euch anschauen. Der Weg ist ein interessanter. Der führt hier an den südlichen Drehlanden vorbei. Ich mache die Karte mal ganz kurz auf. Sekunde. Nö, mache ich natürlich nicht, weil ich das Interface ausgeblendet habe. So, jetzt ist die Karte offen. Hier ist der Weg. Der führt dann hier oben an Nenhard vorbei. Da überlege ich gerade, ob ich nicht noch die Schildkröten mitnehmen möchte. Und ich habe gerade entschieden, dass ich es nicht mache. Denn dadurch würden wir dann hier unser Reittier verlieren und müssten dann per Hand reiten, sozusagen manuell. Das ist ein Insider für diejenigen, die es nicht wissen. Man sagt natürlich, man reitet manuell. Aber da das Reittier Manuel hieß, war das immer ein Wortwitz sozusagen unter uns Spielern, die miteinander gespielt haben. So, während wir hier geschwind an einem Jungbären und einer Splitterhauersau vorbeireiten und uns ein Aasfresser Dämmerwolf sozusagen mit leerem Blick anschaut, seht ihr, der hat es überhaupt gar nicht wahrgenommen, dass wir hier mit dem Pferd durchgeritten sind. In weiter Entfernung sieht man schon die pixeligen Bäume der einsamen Lande. Das ist natürlich nicht gewollt, sondern aktuell ein Bug.
Ich sag jetzt mal, dass das ein Bug ist, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass Turbine das so will, dass man pixelige Bäume in Mittelerde sieht. Da sind wieder welche. Ignorieren wir das einfach. Oh, viel Fraße. Guckt mal. Ui. Und so viele. Ja, kein Wunder, dass hier alles kahl ist. Alles weggefressen. So, ein kleines Gewässer auf unserem langen Weg in die einsamen Lande bewegen wir uns jetzt hier auf einem ausgetretenen Pfad an diesem wunderschönen Gewässer vorbei. Viel Fraße grasen hier neben den Steinen. Krähbeinspione schauen uns zu und teilen ihr Wissen mit dem Feind. Und da hinten sieht man schon, da erheben sich die ersten Berge der einsamen Lande. Und da vorne sieht man schon die Wetterspitze. Ihr erinnert es euch, die Wetterspitze ist der Ort, an dem Frodo mit der Morgul-Klinge verletzt wurde und dann gerettet werden musste. Nämlich in Bruchtal hat man ihn wieder zusammengeflickt, sozusagen. Und das ist hier der Ort, an dem das alles passiert ist. Noch gar nicht lange her. Wir kommen im Prinzip jetzt innerhalb unseres Prologs dort vorbei. Da sind lilafarbene Gegner. Okay. Ich bin gar nicht sicher, ob das wirklich hier schon die Wetterspitze ist. Ich glaube ja, ich blende eben mal das Interface ein und guck mal, wo wir uns gerade befinden. Da oben sind noch Aufgaben. Das können wir uns dann für später mal merken. Nee, natürlich nicht. Ich habe wieder Bullshit erzählt. Das ist natürlich nicht die Wetterspitze. Die Wetterspitze ist da hinten im Nebel. Seht ihr das? Mich schon gewundert, so schnell geht die Reise nämlich auch nicht. Genau. Jetzt sind wir in den einsamen Landen. Das ist so ein Gebiet, so ab Level 20 bis, naja, Level 30. Da gibt es eine Instanz, die heißt Garth Agaven. Ich mach die Karte eben mal ganz kurz auf. Hier oben. Ja, und das sind dann auch Gegner, so bis 35, 36, aber Elite, und da kriegt ihr ganz schön aufs Maul, wenn ihr alleine dahin geht. Gibt es auch eine Instanz, und da endet dann auch die Buchquest mit der Roten Maid. Soweit ich weiß, muss man dann für den letzten Teil auch in die Instanz und dort irgendeine Aufgabe erfüllen, die mit der Roten Maid zu tun hat. Wahrscheinlich die Rote Maid umhauen, das ist immer so das Einfachste, was am besten geht. So, und ich rieche schon Level 23. Kann nicht mehr lange dauern, dann werden wir uns mal kurz mit unserer neuen Ausrüstung dann versorgen. Und erstmal sprechen wir mit Kandaith. Was benötigt ihr? Radagast der Braune, ich habe ihn nicht gesehen und weiß nicht, wo er sich aufhält, aber kürzlich ist ein kalter Schatten in dieses Land gekommen. Wie kann ich zu Diensten sein? Na, könntest du mir erklären, was ich hier machen soll? Im Süden treiben sich nun Bilwisse herum, während ihre größeren und brutaleren Vettern der Orks sich wie eine ausbreitende Krankheit durch die Wetterberge schleichen. Ich muss die Hauptgruppe der Orks aufspüren. Wenn ihr mir beistehen würdet, die Feinde aus diesen Bergen zu vertreiben, werde ich meine Suche nach Radagast dem Braunen beginnen. Okay, also quid pro quo ist das immer so, ne? Dann haben wir hier noch zwei andere Aufgaben. Die nehmen wir natürlich auch gleich noch mit. Wie kann ich Was soll's? Sein?
Genau, da soll ich in die verlassene Herberge. Da gibt es dann nochmal 34 neue Quests. Machen wir jetzt aber aktuell nicht. Die Aufgabe nehmen wir jetzt mit und das ist auch gut so. Und dann gehen wir mal ganz schnell hier die Orks aus dem Leben hauen, damit Kandaith überhaupt was für uns tut. Bis dahin. Oder auf dem Weg dahin. Machen wir die Krähbeinaufgabe. Nämlich Krähbeinaugen sammeln. Sind ja nur 8 Stück. Und wie ihr wisst, mit Vögeln kenne ich mich aus. Und hoffentlich auch bald mit Blasen des Dudelsacks. Und kaum ist man in einem neuen Gebiet und kaum hat man den ersten Gegner umgebügelt, hat man schon wieder eine neue Tat an der Backe. Nämlich Orkbezwinger. Wie kann es anders sein? Schauen wir mal, in der ersten Instanz müssen wir hier 60 Stück erledigen. Mittelschwer ist dann wahrscheinlich Level Up hervorragend. Mittelschwer ist dann wahrscheinlich die... Ja? Ja, du bist jetzt aber hier mit dem Zeichen B uns versorgt. Das wird dich hoffentlich töten auf Dauer. Weil so eine rote Pfote über dem Kopf, das kann echt nicht gesund sein. Und du auch. Guck mal her, ich habe aber immer noch nicht verstanden, was genau das bedeutet. Das interagiert offensichtlich mit anderen Fertigkeiten. Da muss ich gleich nochmal nachschauen. So, Edge. Genau. Aber was hatten wir gesagt? Wir müssen hier noch die Ausrüstung wechseln. Das machen wir gerade mal. Okay. Mhm. Ja. Dann werden wir uns wohl dann eher Richtung Braun orientieren später. Mhm. Machen wir das Zierwerkfenster noch gerade auf, weil so pauschal jetzt einen anderen Umhang habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Jetzt hau mich nicht direkt. Sondern lass mich doch erstmal hier meine Ausrüstung fertig anlegen, damit es schneller geht. Du wirst doch nicht leiden, wenn ich dich jetzt töte. Ne? So. Fertig. Also, Umhang. Habe ich als Zierwerk, brauche ich den nicht mehr, das passt. Kette wechseln wir eben noch aus. Die brauche ich auch nicht mehr, die kann dann im Prinzip weg. So, und dann haben wir noch die beiden Ringe. Da brauche ich mein Charakterfenster. Machen wir hier einen Ring rein und hier einen Ring rein. Das Schöne ist, man kann zweimal den gleichen Ring tragen, was hier extrem viel ausmacht. Denn die anderen beiden sind einfach grottenschlecht. Aus grauer Vorzeit sozusagen. wobei ich da jetzt gleich mal noch einhaken will. Sachen in Mittelerde, die aus grauer Vorzeit sind, sind eigentlich gar nicht so schlecht, weil... Das sind meistens Sachen aus dem ersten Zeitalter und die sind hier ziemlich wertvoll und sehr teuer herzustellen. Deshalb, graue Vorzeit ist nicht immer schlecht. Wie siehst du denn eigentlich aus, sag mal? Junge, 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 so eine Badewanne? Hallo. Ich wollte mal hier den allgemeinen Zustand der Truppen überprüfen. Das gefällt mir aber gar nicht, was ich hier sehe. So. Und dann ist der Moment gekommen, wo wir hier mal ganz kurz den Bären raushängen lassen. Heilung drauf. Jetzt könnte ich so einen Massenangriff gebrauchen. Jetzt kriegt der mal reflektieren. Mit der neuen hier kann ich den Schaden vom Gegner reflektieren. Das heißt, der bügelt sich selber rum. Ich lache mir ein. Das ist wirklich eine sehr effektive Skillung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe die 4 noch gar nicht an. Das geht natürlich gar nicht. Du musst natürlich sofort wissen, dass ich hier der Honigfreund bin. Jetzt habe ich keine Ahnung, was das bewirkt. Lass mich mal gucken. Zeichen von Beorn. Zeichen von Beorn. Zeichen von Grimbeorn. Oh. Ein Zeichen, mit dem ein Gegner belegt werden kann. Dieses Zeichen interagiert mit verschiedenen Fertigkeiten und verändert oder steigert so ihre Wirksamkeit. Ja, Leute. Dann mal bitte ganz kurz
Da, zeig mal, mit einem grausiger Schrei wird ein Furchteffekt mit Bereichswirkung. Durchdringender Schrei verdoppelt die negative Wirkung beim Ziel. Schreckliche Klaue senkt die Trefferchance des Ziels. So, ist das denn alles das, was ich hier habe? Prügeln, aufmerksames Gebrüll, grausiger Schrei habe ich schon. So, das ist ja schon mal was. Nicht wahr? Ja. Sehr gut. Abschütteln, säubern. Die anderen habe ich noch nicht. Durchdringender Schrei, schreckliche Klaue, grausiger Schrei habe ich schon. Das ist ein Furchteffekt mit Bereichswirkung. Das bedeutet dann, dass ich hier reinlaufen kann, ganz kurz mal anhitte, meine Heilung drücke, dann das hier drücke, dann noch ein bisschen Zorn aufbaue, weil ich es kann, dann in den Bären wechseln, dann drücke ich die 8 und schicke die alle weg, die die noch können. Das ist richtig gewirkt. Heilung. Ah, oh, ist egal, die sterben sowieso alle. Na, mein Zeichen war nicht mehr an. Und dann war es das für dich. So, und weil ich gerade so schön dran bin, Schaden reflektieren. Okay. Kein Zorn mehr. Blöd. Aber macht mir gar nichts. Oh. Ich denke, Orks gehören zu einer aussterbenden Art. So, Zeichen drauf. Ach, jetzt weiß ich auch, warum das eben nicht funktioniert hat. Das ändert ja nur dann die Funktion der Fertigkeit, wenn ich den auch mit dem Zeichen belege. Dummerweise habe ich jetzt nicht mehr genug Orks zur Verfügung, um das auszuprobieren. Na gut. Okay. Machen wir dann gleich. Wenn die dann hier alle wieder gespawnt sind. Tut uns ja nicht weh, denn wir wollen ja sowieso die Tat erfüllen. Da ist noch eine Krähe. Eine Krähe. Die brauche ich sowieso. Aber nicht die ganze Krähe, sondern nur das Auge davon. Das habe ich jetzt. So. Das war das Zeichen, das ist gut. Dann hole ich mir noch 3 deiner Freunde zum Spielen. Hallo. Guten Tag. So. Dann drücke ich die 8. Dann müssen die alle weglaufen. Nö, nur der eine. Wie doof. Das muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen üben. Steht der da oben und schießt auf mich? Hör mal, ich bin ein einsamer alter Bär und suche eigentlich nur ein bisschen Honig. Lass das mal. Da ist noch eine Krähe, von denen brauche ich sowieso noch einige. So, dann macht mich wütend. Hier gibt es ordentlich Krankheiten. Sollte man zwischendurch schon mal ein Auge drauf haben, dass nicht zu viel wird. So. Heilung drauf. Reflektieren drauf. Wegschicken. Und auslachen. Was macht der denn da? Tanzt der? Der tanzt. Und tschüss. Und jetzt. Reflektieren drauf. Da steht zwar nur, das Monster ist wütend, aber wenn ihr mal genau guckt, das Monster reflektiert auch den Schaden, den es macht auf sich selbst, was ich ziemlich angenehm finde. Da ist ja der... Nein, das ist nicht der Bote. Den brauchen wir dann gleich noch. Für mich sieht das so aus, als seien wir hier durch. Was sagt denn die Tat, die wir noch zu erfüllen haben? Orkbezwinger. Hälfte haben wir ungefähr. Okay. Aber da kommen wir noch ein paar mehr. Also von daher, der eine da, der muss noch dran glauben. So. Und da
dann gehen wir mal zurück zum Kandais. Der wartet schon auf uns. Zack. Kandais, der alte Haudegen. Creebein. Fehlen uns noch 4 Augen. Reicht da eigentlich, wenn ich 2 umkloppe? Ja, 2 Creebein? Sind ja insgesamt 4 Augen. Aber da ist irgendwie das Spiel zu einer anderen Erkenntnis gekommen. So, du noch. Aber da oben noch irgendwo eine. Hallo. Komm, Vögelchen. Na komm. Komm, ich hab Futter. Haha. Oh ja. Adlerauge. Kundschafter. Stirb. Oh, den Flügel verletzt. Das tut mir aber leid. Armes Ding. Kannst du nicht mehr fliegen? Du wirst auch nicht mehr fliegen. Stirb. So. Heilung drauf. Ab aufs Pferd. Kandais wartet schon. Wenn wir hier vorsichtig und behende an diesem Plünderer vorbeireiten. Wobei das völlig Hupe ist, weil ich den eh irgendwann nochmal töte. Wir müssen ja die Taten hier erfüllen. So. Okay, hallo. Was benötigt ihr? Na, seid gegrüßt. EP und sowas? Okay, also der möchte jetzt, dass wir die Ork-Befehle besorgen. Mhm. Sehr gut. Der Bote überbringt wahrscheinlich Befehle an die Außenlager. Wenn ihr den Boten abfangen könnt, erfahren wir vielleicht, wie diese Befehle lauten. Damit wären wir gegen die Bedrohung durch die Orks besser gewappnet. Durchsucht die Lager in Düsterweihe im Westen und kehrt zu mir zurück, wenn ihr die Befehle habt, die dieser Bote sicher bei sich trägt. Ich werde andernorts nach Radagast suchen. Okay, gut. Wenn ich mich darauf verlassen kann... Wie kann ich zu Diensten sein? Dann machen wir das. Auch. Ne? Dann gehen wir jetzt da hoch und hauen den Boten aufs Maul. Den habe ich auch schon gesehen. Irgendwo. Hallo. Hat hier irgendjemand einen Boten gesehen? Hallo. Einen Boten? Ich soll da so eine Nachricht besorgen. Hm. Ich sehe mal nix. Hallo? Vielleicht muss ich das aus denen rausprügeln. Da ist ein Bogenschütze. Ah, das tut mir ja nicht weh. Ich muss ja sowieso Orks umbügeln. Also von daher, stirb. Plünderer. Haufenweise Plünderer, aber kein Boot. Sowas aber auch. Guten Tag. Ich suche den Boten. Hast du den Boten irgendwo gesehen? Ich glaube, der redet nicht mit mir. Bote, wo bist du? Bote, Plünderer. Pestpfeil. Pestpfeil Weißhand. Also ich kann mich erinnern, früher waren die hier nicht Weißhand. Da waren das nur Orkplünderer. Also scheint sich hier durch die... scheint sich hier durch die Änderungen, die durch die Patches gekommen sind, nämlich mit Saruman und so... Weiße Hand und so, wisst ihr ja, scheinen sich hier dann auch die Orks irgendwie geändert zu haben. Da oben steht eine Vorratskiste, die ist mein. Da ist bestimmt Honig drin. Honig oder Honig nicht? Ich bin für Honig. So. Deswegen sehen die auch ein bisschen anders aus, als ich die in Erinnerung habe.
weil die mittlerweile Saruman dienen. Beziehungsweise ja mittlerweile nicht mehr. Denn Saruman wurde ja aus den Latschen gehauen. Sozusagen, oh mein Gott, mein Inventar ist voll. Wie ärgerlich ist denn dieser Bote? Schauen wir mal auf die Karte, vielleicht haben wir Glück. Aber das ist schon hier in dem Bereich, wo wir gerade sind. Wie ihr seht, da blinkt das Orange. Wer es nicht gesehen hat, da, na, hier blinkt. So, also muss das ja dann hier so sein. Blöd. Na, eigentlich wollte ich die Folge auch schon beenden und habe mir gedacht, komm, mach den Boten noch schnell. Das letzte Mal ging das auch wirklich ruckzuck. Und jetzt wird das die längste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Was mir extrem leid tut. Aber ihr seht das ja vorher, wie lang so eine Folge ist. Ich mache die Karte gerade nochmal auf. Das ist alles hier so in dem Bereich. Vielleicht hier mal über die kleinen roten Punkte arbeiten. Nein, nein. Scharfschütze, Pestpfeil, Plünderer. Nein. Hier oben ist auch niemand. Das ist aber ärgerlich. Anlocken muss ich den ja auch nicht. Der soll ja definitiv hier irgendwo sein. Und zwar hier irgendwo. Da unten ist auch noch so ein Lager. Aber da werden wir nicht hingeschickt. Von daher hoffe ich, dass der dann gleich mal hier auf der Bildfläche erscheint. Aber das ist ja super langweilig für euch. Immer nur zuzugucken, wie hier Orks weggebügelt werden, wenn wir nicht weiterkommen. Na komm. Ja, der sollte, ja, wie so ein richtiger Bote eben, sich auch von Lager zu Lager bewegen. Daher nehme ich einfach mal an, dass der dann auch von hier unten kommt. Irgendwie. Oder ist es verbuggt? Wer weiß das schon? Ork der weißen Hand. Pestpfeil. Pestpfeil. Na, wir haben aber auch kein Glück. Vielleicht ist er doch da unten. Was ich nicht glaube. Plünderer. Plünderer. Bote. Nicht zu fassen. Aber da ist doch der orange. Jetzt habe ich mir die Beine gebrochen. Seht ihr das? Da ist doch der orange Bereich gar nicht mehr. Was ist das denn für ein Beschiss? Jetzt muss ich da unten in das Lager einbrechen. Ja, ihr seid ja witzig. Wie soll denn das gehen? Pff, ach je, ach je, ach je. Mein ganzes Geschick. Mein ganzes Geschick an um ein Orklager rumreiten benutzen, um den hier rauszupullen. Ach Gottchen. Na, danke, Tübel. Aber wenigstens haben wir ihn gefunden. Stundenlang da oben rumgelaufen. Hätte nicht gewusst, wo der ist. So, aber damit haben wir die Ork-Befehle auch in der Tasche. Und können uns hier schön behende an dem Lager vorbeischleichen. Und lässt ihn uns sehen. Hoffe ich jedenfalls. Hallo. Ich bring die Post. Pff, was? Das geht, das jetzt, also wirklich.
gibt's doch gar nicht. Ihr wollt doch nicht Ärger. Wollt ihr Ärger? Kein Ärger. Nee, hier, ne? Guck mal, da brauchst du nur ein bisschen zu brüllen. Und dann ist, ne? Im Prinzip hätte ich auch den Ring hier zum Schicksalsberg und so. Aber mich hat ja keiner gefragt. Ja? So. Ab. Kandais ist wahrscheinlich schon eingeschlafen. Halt, schießt du nochmal auf mich. Hallo. Ui, 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 ui. Oh, Glück gehabt. Mann, das war eine Tortur. Seid schön. Und damit haben wir das abgeschlossen. Dann geht's hier an der Stelle das nächste Mal weiter. Ich freue mich. Bis dahin. Mach's gut.